haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Frohe Weihnachten. Frau Krattiger mochte am Telefon nicht damit herausrücken, weshalb sie mich engagieren wollte. Da es vor den Feiertagen kaum andere Aufträge gab, entschied ich mich trotzdem, es auf ein Treffen ankommen zu lassen. Wir verabredeten uns auf einer Kunsteisbahn. Früher bin ich viel Schlittschuh gelaufen. Mit 16 war ich sogar ganz nah in einem Aufgebot für die Schweiz. Es hat dann aber doch nicht gereicht. Später wurde ich Trainerin, aber dann kamen die Rückenprobleme und seit 4 Jahren kann ich Eiskunst laufen. Nur noch passiv genießen. So. Können Sie Schlittschuh laufen? Ich hatte nie einen Grund, es zu lernen. Wenn es draußen eisig wurde, habe ich einfach die Tür hinter mir zugemacht. Sehen Sie die beiden Gebäude da drüben? Ja, ich sehe und höre noch ganz gut. Ich wohne im Haus links. Das sind die Eigentumswohnungen. Rechts sind die Mietwohnungen. Da sind für einmal die Linken und die Rechten verkehrt herum angesiedelt. Nun, links ist die Aussicht schöner. Es sind tolle Wohnungen. Ich suche keine Wohnung. Die Eigentümer links erhalten seit einigen Tagen kleine Weihnachtsgeschenke. Das ist ja rührend. Eine vorgedruckte Karte, auf der steht Frohe Weihnachten und dazu ein zweifelhaftes Geschenk. Hundekot. Ein Stück verschimmelte Pizza oder verfaulte Früchte. Jeder hat so ein Geschenk erhalten? Einige auch 2 oder 3. Es nervt langsam. Langsam beginne ich zu verstehen, weshalb Sie mich engagieren möchten. Im Auftrag der Eigentümerversammlung. Ich soll den oder die Absender überführen? Die Geschenke werden direkt in die Briefkästen gesteckt. Wir haben uns überlegt, eine Überwachungskamera aufzustellen, aber das gefällt einigen Eigentümern überhaupt nicht. Ich soll für Sie die Überwachungskamera spielen? Bei diesen Temperaturen? Sie können diskret einige Leute befragen. Heißt das, dass Sie einen konkreten Verdacht haben? Es muss jemand sein, der etwas gegen uns hat. Wir vermuten, dass es sich um einen ehemaligen Mieter aus dem Haus rechts handelt. Genau genommen kommen nur 2 in Frage. Gab es Streit mit diesen Leuten? Einer Frau wurde gekündigt, weil sie einen Hund anschaffte, obwohl das nicht erlaubt war. Sie haben die Frau verpetzt? Einer der Eigentümer hat mit der Verwaltung Kontakt aufgenommen. Und der 2. Verdachtsfall? Ein Mann, der dem Alkohol verfallen ist. Er störte die Nachtruhe und war auch tagsüber aggressiv und laut. Wurde die Frau oder wurde der Mann unlängst in der Nähe gesehen? Nein. Wir vermuten, dass es so etwas wie einen Kurier gibt, der die Geschenke verteilt. Ich habe Ihnen am Telefon meinen Tagesansatz verraten. Ich denke, dass Sie den Fall in 1-2 Tagen aufklären können. Wir werden auf eine Strafanzeige verzichten, wenn diese Person sich schriftlich verpflichtet, mit dem Unsinn aufzuhören.